Ja moin, sein lieber YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist noch eine Amazon-Bestellung von mir reingekommen und der Film war neu verpackt. Oder ich denke wohl mal, dass der nicht mehr original verpackt war. Da gehe ich jetzt gleich mal drauf ein. Hier war da drin eingepackt und guckt euch das einfach mal an. Hier sind Druckstellen, hier ist auch völlig zerstört das ganze Cover und ich werde euch das ganze Cover hier mal zeigen. Ja, oder es liegt ja einfach nur, ja, nee, aber da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Ich denke wohl mal, dass der Film mal offen war. Hier handelt es sich um den umgeschnittenen Director's Cut von House of the Dead in der Funny Edition. Auch hier die Disc. Ne? Zeige ich euch jetzt hier mal. Die hat nämlich auch minimale Kratzer drauf. Wenn man das hier sehen kann. Hier, seht ihr das? Hier? Ne? Und dass der Film schon mal offen war, ja, könnt ihr hier schon mal sehen. Oh ja. Auch hier seht ihr das. Das ist mir vorhin gar nicht erst aufgefallen. Und das als neu zu deklarieren auf Amazon finde ich schon eine kleine Frechheit. Sowas, ne? Aber zum Film selber, da gehen wir jetzt gleich nochmal rein auf die Special Features. Völlig anders geschnitten, der Film. Der Film steht ja immer noch auf Liste A in der ungeschnittenen Kinofassung. Geschnitten gibt es den Film, ich glaube, dass der von laut Schnittbericht irgendwie 10 Minuten gekürzt ist oder so in der 18er. Hier ist der allerdings ungeschnitten. Uwe Boll hat ihn aber rapide umgeschnitten. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Schwenkperspektive und wir gucken einfach mal nach den Bonus-Features. So, ihr Lieben, im Hauptmenü angekommen haben wir hier natürlich House of the Dead. Das sieht jetzt ein bisschen pixelig aus. Ich weiß das nur nicht. Ich nehme das hier jetzt mit 4K auf und diese Version gibt es tatsächlich nicht in der Blu-ray und auch nicht in der 4K. Und da gucken wir jetzt einfach mal Filmstart, Kapitel. Gucken wir erstmal, was wir hier bei Kapitel alles haben. Ja, typisch, ne? Ja. Und hier haben wir Kapitel 1 bis 12. Kann man ja nochmal überall nochmal durchgehen. Ich muss hier jetzt nochmal gucken. Ne? Und hier die Kapitelübersicht kennt man, glaube ich, auch. Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr von eingehen. Und jetzt kommen wir natürlich, gibt es ein Audio von Uwe Boll. Wir haben hier jetzt natürlich Sprachen Deutsch DT 5.1 und Englisch DT 5.1. Also für die amerikanischen gibt es denn natürlich auch. Und hier gibt es Untertitel. Ja, und ich habe jetzt aber auch gesehen, dass auf Englisch müsste eigentlich der Audiokommentar von Herrn Boll drauf sein. Ja, und dann gehen wir jetzt noch einmal weiter. Ah, entschuldigt mich bitte. Audiokommentar von Uwe Boll auf Deutsch und auf Englisch. Ne, hier könnt ihr das Ganze, ja, na, natürlich ist es ein Uwe Boll-Film, ne? Was erwartet man auch, ne? Und hier kommen wir wieder zurück zum Hauptmenü. Ja, ihr Lieben, wie hat mir jetzt der Director's Cut gefallen? Also erstmal ein großes Lob an Uwe Boll. Ich finde den Uwe Boll einfach klasse, weil der halt einfach Spieleverfilmung drauf hat, die einfach nur, ja, nicht so doll sind. Hier bekommt ihr im Director's Cut, ja, den Uwe Boll, wie er entführt wird von Kidnappern. Ich denke wohl mal, dass hier auch Stargast von eins seiner Hunden sind oder so und die sagen, Uwe Boll, du machst nur Scheißfilme und jetzt wirst du dir deinen eigenen Film angucken, die du versaut hast. Nein! Und dann geht der Film schon los und der Uwe Boll ist hier in dem Film nicht so zaghaft zu seinen Leuten, die er da jetzt quasi beworben hat für den Film. Über manche Schauspieler sagt er halt einfach, die waren zu nichts zu gebrauchen. Die waren halt die ganze Zeit besoffen, wussten nicht, wie sie das Schwert halten sollten. Und Jürgen Prochnow halt hier die beste Performance hatte, was man hier in dem Film auch wirklich sagen muss. Ja, also
diese Schnittfassung hier und aufgepasst. Das hier ist eine Fun-Fassung. Also Uwe Boll hat hier diverse Umschnitte gemacht. Also er hat halt diesen kompletten Film umgeschnitten, hat auch quasi Takes genommen, die halt im Film vorher nie zu sehen waren und halt nochmal gedreht und nochmal gedreht und nochmal gedreht und halt die Schauspieler durch den Kakao gezogen. Naja gut, der Uwe Boll darf das auch. Das Ganze kam hier von Splendid raus und ist von 2010, bin ich jetzt der Meinung. Ja, und es ist halt einfach fantastisch. Guckt euch den Film in der Comedy-Fassung halt selber an. Jürgen Prochnow, in meinen Augen die beste Performance im Film. Ne? Alle anderen sind auch nicht schlecht. Zu der Comedy-Fassung sehr, sehr viele Umschnitte drin, auch eine andere Tonspur sogar. Hier werden sogar auch bayerische Ton und auch ein amerikanischer Slang. Und es ist halt, wer die Kinofassung kennt, die ungeschnittene, wird dann sagen, oho, das ist aber sehr, sehr viel Aufwand, die der Uwe Boll hier betrieben hat. Und hier sind auch noch seine anderen Werke noch drin. Ja, was haben wir denn hier drin? Oh, Alone in the Dark. Oh, Far Cry. Aber auch nur im Director's Cut war gut. Und Postal natürlich. Schwerter des Königs, den fand ich auch richtig gut. Hohoho, hoffentlich mache ich mir jetzt keine Feinde. Ist mir egal. House of the Dead in der Funny-Version, also im Director's Cut, ist hier auch wirklich ungeschnitten. Die Kinofassung steht aber noch auf Liste A. Das kann ich euch unten nochmal verlinken, da der Schnittbericht. Hierbei handelt es sich um eine andere Schnittfassung, ist tatsächlich ungeschnitten. Trotz gebrauchter Zustand in verschweißter Optik. Ne? Also da stimmt ja was nicht. Aber das habe ich auch nicht nur bei Amazon gehabt, das habe ich auch schon bei diversen alten Videotheken gehabt, auch bei Empire und bei Filmland, wo sie halt einfach alte Titel neu verschweißt haben. Ich kann euch das hier nochmal zeigen, dass das hier schon mal offen war. Ne? Ja, 6,99 für die DVD, quasi neu, ich zeige das hier jetzt nochmal, ist es trotzdem ein großes Ärgernis und ja, ich mag Uwe Boll, ich stehe dazu und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Flohmarktmaster.